So, nochmal herzlich willkommen. Vielen Dank für Ihr Interesse, vielen Dank, dass Sie ins Kunsthaus Bregenz gekommen sind, vielen Dank, dass Sie auch alle Richtlinien befolgen, die uns auferlegt sind. Aber ich glaube, das ist zu unser aller Schutz. Also vielen Dank. Ich weiß, es sind einige Hürden und zu nehmen, eine Maske zu erdulden in der kommenden halben, dreiviertel Stunde, getestet zu sein, Abstand zu halten und einiges andere mehr. Nichtsdestotrotz freue ich mich über Ihren Zuspruch. Ich freue mich auch, dass eine Anzahl aus dem Wiener Burgtheater, eine Power Group, hier bei uns zu Gast ist. Die Herren und die Damen spielen heute am Nachmittag und es ist wunderbar, dass wir quasi auf dieser Ebene ein gegenseitiges Interesse zeigen. Also herzlich willkommen, vielen, vielen, vielen Dank. Ich freue mich natürlich auch, dass du wieder da bist. Wir haben jetzt schon eine Woche von sozusagen einem Eröffnungsreigen hinter uns gebracht. Das ist Pamela Rosenkranz, ein herzliches Willkommen. Sie ist die Künstlerin dieser Ausstellung und ich bin dir so dankbar, dass du da bist. Vielen Dank, Thomas. Dir auch so vielen Dank für diese Möglichkeit, dieses Vertrauen, das ihr mir entgegengebracht habt, auch mit dem ganzen Haus. Es war wirklich eine so spannende Zeit, die ja jetzt eigentlich wie die Zeit der Pandemie auch war und für mich so ein Projekt war, also so ein Fokusprojekt war, das auch einfach schön war zu haben mit diesem Horizont sozusagen. Wir sind hier im Kunsthaus Bregenz und die Architektur von Peter Zumthor ist ein wichtiger Punkt oder Ausgangspunkt oder Und in unseren ersten Gesprächen da letztes Jahr miteinander war das ein Thema. Ich erinnere mich noch, wie ich erzählt habe von dem Haus und seinem Beton und Glas und Licht und vielleicht kannst du erzählen, wie du reagiert hast. Ja, ich fand es interessant, dass du gerade direkt mit dem an mich herangetreten bist und diesen Vergleich gemacht hast, dass Zumthor mit einem heideggerianischen Blick oder Anspruch eigentlich arbeitet und dass für ihn das Material an und für sich wahrgenommen werden soll, dass Stein Stein ist und eben Glas Glas und auch Wasser Wasser. Und da hast du mir gesagt, dass das bei mir ja einen Gegensatz bildet, weil ich Wasser mit der Arbeit from Being, wo ich Wasser mit hautfarbig gefärbtem Silikon fülle, eigentlich auch zeige, dass ich es als etwas so Vernetztes und Verunreinigtes oder auch zumindest so Strukturiertes anschaue, dass es nicht das ist, was wir vielleicht vermittelt bekommen oder woran wir zuerst vermutlich glauben. Es ist so, dass bei Zumthor kann man sagen, quasi, dass das Raumerlebnis immer auch natürlich ein authentisches Erfahren oder Befinden sein soll. Ich komme hier rein und ich spüre die Weite und die Kühle und die Dimensionen, aber ich spüre natürlich auch das Licht, tatsächlich das Tageslicht und da sind ja viele Empfindungen und auch Befindlichkeiten und involviert und das ist ganz, ganz wichtig für ihn, dass sozusagen diese Sinneserweiterung da ist. Und er glaubt natürlich an die Möglichkeit dieses authentischen Erlebens. Also hier im Kunsthaus Bregenz ist es mehr das Licht, in seiner Therme in Pfalz ist es das Licht und das Wasser. Also da kann ich dann auch sozusagen tatsächlich noch eintauchen in Flüssiges. Und da geht es dann so zurück zu einem vielleicht auch authentischen Menschsein. Ja. Und bei dir ist es nicht, du hast dich mit Plastikflaschen beschäftigt, in denen Wasser aufbewahrt wird oder auch getrunken wird. Ja, genau. Um das vielleicht genauer zu erklären, ist sozusagen schon nur die Abfüllung ins Plastik wieder eine Berührung, die stattfindet, die Plastik auch ins Wasser vermittelt und Bestandteile daraus schon in Forschung belegt worden, dass das hormonaktiv wirken kann,
die müssen auch immer wieder geändert werden, dann gesetzlich, dann kommt ein neues Phthalat oder eine neue Art von Weichmacher ins Plastik, der dann noch nicht diese Aspekte aufweist und dann trotzdem vielleicht wieder etwas Ähnliches verursachen kann. Und dass sozusagen die Berührung mit dem Behälter auch schon eine Wirklichkeit dann darstellt und eine neue Materialität, die wir physisch dann vermittelt erhalten, die etwas in uns auslöst. Ich glaube, da verbindet sich auch die Kunst, die ich mache, mit dem Haus. Und ich glaube, Zumthor möchte uns auch etwas wie Vertrauen oder Ruhe vermitteln. Und mir geht es, glaube ich, eher darum, etwas wie so Haltloses darzustellen. Also so etwas, dass die Verbindung stattfindet und dass wir sie aber auch annehmen dürfen. Also, dass wir uns nicht davor schützen müssen, in etwas Ruhe zu finden, das dann vielleicht doch nicht das darstellt oder das ist, was es darstellt. So. Eine beunruhigende Ruhe. Ja, genau. Was es schon auch ist, du referierst oft auf die Wissenschaften, auf die Biologie, die Botanik, die Physiologie, die Chemie, die Medizin. Also sozusagen alle diese Stoffe sind sozusagen natürlich wieder in andere Stoffe zerlegbar. Also in Moleküle, in Mikroben, in Viren, in Parasiten. Man muss dazu sagen, also Pamela Rosenkranz hat sich lange zuvor schon mit Viren beschäftigt, vor 10 und mehr Jahren, bevor wir jetzt ja alle Virologinnen und Virologen geworden sind. Und du gehst also sozusagen hinter die Erforschung der Wahrnehmung. Also historisch gesehen ist es sozusagen die Ästhetik nicht die Geschichte vom Schönen oder die Lehre vom Schönen, sondern eigentlich ist es die Lehre von der sinnlichen Wahrnehmung. Und die sinnliche Wahrnehmung ist nicht nur Augen, Ohren und so weiter und Tastsinn, sondern es ist ja vielleicht bei dir noch mehr, nämlich sozusagen alles, was wir uns einverleiben, was invasiv ist, wo sich unser Immunsystem auflöst, wehrt oder auch es akzeptiert oder auch Botenstoffe, Hormone sind sehr wichtig. Also alles sozusagen, was uns infiltriert und trotzdem aber nicht unbedingt wahrgenommen werden kann. Ist es richtig? Oder? Ja, genau. Und mich interessiert sehr, also ich lese viel Wissenschaft, ich lese aber auch viel Literatur, also Novellen, oder ich lese sonst an und für sich eben Bilder online, und ich möchte das vermischen oder so ansehen. Ich sehe mich nicht als Forscherin, sondern dass ich mir das auch einverleibe und das zusammenbringe. Und dass die wissenschaftliche Erkenntnis durch die Lektüre dann die Wahrnehmung verändert. Also beispielsweise, wie du angesprochen hast, über Viren oder Mikroben, habe ich viel gelesen und mein Verständnis hat sich sehr verändert. Und ich finde, zu Anfang war das schon auch noch so mit einer Art Angst gefärbt oder so einer Beunruhigung, weil ja man sagt, Viren die Angst vor Viren ist ähnlich wie die Angst vor Strahlung. Wir sehen sie nicht und wir können sie nicht fassen. Aber vielleicht, wenn wir mehr darüber wissen, dann können wir sie doch besser sinnlich wahrnehmen. Und beispielsweise Viren sind ja sehr wichtig für unser Immunsystem. Bei kleinen Kindern ist das sehr einfach miterlebbar, wie die, wenn die in die Krippe kommen, mal die ganze Zeit krank sind, und dann stärken sie ihr Immunsystem über diese Auseinandersetzung. Und das sind ja nicht nur die Viren, sondern dann die Bakterien, die Parasiten, mit denen wir leben. Wir haben etwa ein Kilo dieser Masse in uns und sie verbindet uns mit der Außenwelt. Sie sind in Kommunikation und wie gesagt, die meisten dieser Mikroben sind sehr wichtig für uns. Das ist auch, also, was unser Leben stärkt, was unser Immunsystem in eine Auseinandersetzung bringt. Es ist auch interessant, dass jetzt mit dem Coronavirus anscheinend für immungeschwächte Personen zum Teil auch wichtig ist, trotzdem in Kontakt zu bleiben. Eine Bekannte von mir hat mir das erklärt, dass ihr Arzt gesagt hat, sie soll unbedingt weiter
mit kleinen Kindern arbeiten, mit Maske, damit hat sie dann trotzdem noch Kontakt mit gewissen Mikroben und damit ist ihr Immunsystem trotzdem stärker, als wenn sie sich ganz isoliert, was ich auch sehr interessant gefunden habe. Und hier ist es eine Umsetzung sozusagen natürlich in eine künstlerische Auseinandersetzung mit dem Raum, aber auch mit künstlerischem Material. Und da gibt es mehrere Medien, würde ich sagen. Da ist Licht ganz wichtig. Vielleicht sprechen wir zuerst über das, was hier so flunkert und flackert und schimmert und zuckt. Genau, diese Decke ist besetzt von LED-Strahlern, die RGB-grünes Licht projizieren. Und sie flackern auf mit ganz stark grünem Licht und sie leuchten die ganze Zeit in weiß gefärbtem grünem Licht. Und sie bilden die Landschaft, wo diese Roboterschlange, die um 12 Uhr wieder freigelassen wird, lebt. Also sie ist jetzt hier zu Hause bis zum Ende der Ausstellung und bewegt sich unter diesem Lichtteppich, der verwoben ist mit der Elektrizität. Und aber auch die Sicht auf den Himmel im obersten Geschoss öffnet. Und damit auch die Verbindung zeigt, wie hier dieses LED-Licht zusammen mit dem Tageslicht funktioniert. Eigentlich im ganzen Haus, wobei auch die Verdunkelung des Tageslichts dann im zweiten Stock eine große Rolle spielt. Ja, die Schlange ist jetzt, Sie haben die Schlange verdrängt. Das ist eigentlich Ihr Habitat. Und ja, vielleicht kannst du sie beschreiben, wie sie aussieht und was sie macht. Das Wichtigste ist, sie ist ja keine Schlange, sondern eine Roboterschlange. Und trotzdem bringt sie mit sich die Bewegung und die Musterung einer Schlange. Sie bringt auch mit sich die imitierten Verhaltensweisen einer Schlange, nämlich sie ruht oft und man muss warten, bis sie sich bewegt. Und die Musterung hab ich entwickelt mit einer Kirigami-Struktur. Das war zu Anfang in Zusammenarbeit mit einem Forscher, der daran arbeitet, dieses Kirigami, das ist eine Papierstruktur, die geschnitten wird, die dann aufgezogen wird und die so interessant ist für die Raumfahrt, weil sie dann in den 3D-Bereich gerät. Das ist Ahmad Rafsanjani und er hat mir gezeigt, wie das aufgebaut ist und für mich wurde das dann ästhetisch sehr interessant, weil sich diese Struktur, wenn sie sich über die Motoren der Schlange zieht, ganz ähnlich oder fast beinahe scheinbar identisch wird zu einer richtigen Schlange, wenn sie sich bewegt. Weil sie geschnitten ist, zieht man immer wieder durch auf die Motoren. Und die Schlange, die bewegt sich seitwärts windend. Und diese Bewegung hat etwas unheimlich Faszinierendes und ist faszinierend unheimlich, weil wir können es nicht gut fassen, wie es funktioniert und es hat etwas Schönes, aber eben auch Beängstigendes. Anscheinend hat in der Entwicklung der Geschichte des Menschen, in der Zeit, als der Mensch sich stark mit Schlangen auseinandersetzen musste, eine starke Entwicklung des Sehsinns stattgefunden, um diese Musterung und auch Bewegungen der Schlange schnell erkennen zu können, weil sie auch eine Gefahr dargestellt hat, aber gleichzeitig natürlich auch Nahrungsquelle war. Und du hast dich natürlich nicht nur mit der Schlange sozusagen physiologisch beschäftigt, sondern auch kulturhistorisch und evolutionär. Das hast du jetzt ein bisschen angedeutet, aber es gibt natürlich diese vielen Bedeutungen oder unzählige Facetten und Metaphern, wofür die Schlange in übertragenen Sinne steht in Kulturen. Ne? Ja, genau. Und zwar so dicht vielleicht, wie ich es bis jetzt noch bei keinem Zeichen vorgefunden habe. Sie geht zurück zu den ältesten Höhlenmalereien, aber sie steht auch noch heute als Asklepios über den Apotheken. Sie ist interessanterweise ganz früh, also soweit wir zurückgehen können, als Symbol für Leben und Tod gestanden und auch
medizinisch, also so als Heilsbringer, deshalb heißt sie auch Healer. Und ich finde es auch sehr interessant, ob es jetzt ein Zufall ist oder nicht, dass sie verantwortlich ist dafür, dass wir das wichtigste Medikament, das heute weltweit am meisten verkauft wird, nämlich den Blutverdünner, den haben wir aus der Synthetisierung von Schlangengift gewonnen. Eigentlich betritt man das Kunsthaus ja unten im Erdgeschoss. Da gibt es diesen schwarzen Terrazzo-Boden und auch einen schwarzen Tresen mit der Kasse. Und dann hast du da einen Block aufgebaut, einen Block aus Kartons, genau sind es 224, gestapelt. Erzähl mal. Diese Kartons, die tragen das Zeichen von Amazon, dem Online-Markt, der von Jeff Bezos aufgebaut wurde. Und die tragen das Zeichen eines Pfeils, der einerseits in ein Tal geht und dann wieder aufsteigt. Andererseits lacht er, also es ist so ein Smirk. Und wenn man ihn umdreht, dann wirkt er grimmig. Also ein Zeichen aus dieser Fassade wurde dann umgedreht und als Ganzes empfindet man es dann auch als eine Art Wellenbewegung. Das Zeichen ist auch nahe eigentlich am Nike Swoosh. Ziemlich nah eigentlich, für das es so weit kommen konnte wiederum. Mich hat sehr interessiert, wie Amazon aufgebaut wurde metaphorisch, also wie die Bildsprache und Zeichensetzung, die eben Jeff Bezos, so wie er das auch ausdrückt, angelehnt hat, an das Naturgebiet Amazon und das Flussgebiet Amazon, diese Idee, dass er wollte etwas schaffen, einen Organismus, der genauso vielfältig und gewaltig werden sollte wie das echte Naturgebiet Amazonas. Und in der Kunstgeschichte, wir haben ein bisschen drüber gesprochen, ist es natürlich, was sind diese Boxen genau? Sind sie Readymades oder sind sie Skulpturen? Wie würdest du das bezeichnen? Also, diese Pfeile, das ist so ein Schwung und dann ist so ein Pfeilende zu sehen. Das ist aber aufgedruckt. Das sind nicht Originalschachteln, aber den Originalschachteln verblüffend echt nachgebildet. Ja, das Readymade ist, es ist bestimmt ein Readymade unter einer gewissen Blickweise, aber was ist das Readymade heute? Das finde ich interessant. Und sind es jetzt echte Schachteln oder nicht? Wenn wir es jetzt hier als Institution produzieren, könnten wir vielleicht nicht auch damit teilwerden von Amazon, dem Shopping-Giganten, wenn wir möchten? Also diese Unterscheidung zu bedenken, finde ich jetzt wieder spannend, weil das Readymade vielleicht vielleicht gar nicht mehr so der Denkgegenstand ist, wie es erfunden wurde. Es ist auch so eine quasi fast subversive Camouflage bisschen, oder nicht? Ja, auf jeden Fall, ja. Und dann, du schließt es aber zusammen, weil das Readymade funktioniert ja auch dann gut, wenn man es vereinzelt, also wenn quasi das Warenprodukt, am ähnlichsten sind die Brillo-Boxes von Andy Warhol oder so, natürlich. Aber die sind nicht das, da waren die Originale in Karton, da geht es ja um eigentlich, und bei den Brillo-Boxes geht es um so einen Scheuerschwamm, den man aber nie sieht. Aber da bleiben die Produktangaben bei Warhol in dem Siebdruck bleiben exakt, also da steht drauf, wie schwer das ist und so weiter. Also das hast du jetzt alles weg also eliminiert, das ist nur das Logo, kein anderes Branding oder auch keine Produktbezeichnung. Und Warhol hat ja das übersetzt in eine Holzkiste, also das ist ja sozusagen nicht wirklich ein Readymade, sondern es ist eindeutig ein anderer Träger, ein anderer Körper, ein anderer Korpus und eine Skulptur. Aber wichtig ist die Vereinzelung. Also der Warhol hat sie dann schon manchmal so auf zu 3, 4 zusammengestellt, aber er hätte nicht sozusagen die Idee der Standardisierung und so weiter noch weiter gesetzt.
Es gibt eine zweite Tradition aus der Kunstgeschichte, die ich sehe bei deinen Arbeiten, überhaupt in der Art und Weise, wie du installierst, also die Werke einrichtest oder dich auf den Raum einstimmst. Da ist sehr viel Präzision, sehr, sehr viel Überlegung, sehr, sehr viel Trial and Error auch. Also beim Arbeiten sozusagen probieren, wieder zurücknehmen, nochmal probieren. Da ist auch sehr viel Penibles, durchaus im positiven Sinne, dass man wirklich trachtet, die beste Lösung zu finden in einer Art Annäherung. Und diese Auseinandersetzung zwischen Objekt und Raum ist natürlich auch eine minimalistische, auf die will ich jetzt gerade hinaus. Wie stehst du zu dieser Tradition des Minimalismus, was heißt Donald Judd oder Sol Lewitt oder? Vielleicht auch noch, um auf das Ready-Made zurückzukommen, was ich auch wichtig finde, ist, dass Duchamp, der den Begriff ja geprägt hat, dass er ja beides gemacht hat. Also anscheinend weiß man ja nicht genau, was echt ist bei ihm und was nicht. Und so wurde das ja gestartet. Und das finde ich immer noch eben interessant, das wieder zu überlegen, weil das ja den ganzen Diskurs so stark geprägt hat. Und beim Minimalismus, ich beziehe mich nicht direkt, sondern wie als Umgebung auf Minimalismus, mehr auch wie er heute überall ist, wie er in den Markt eingedrungen ist, wie er benutzt wird, um Schönheit zu suggerieren. Und ich möchte ihn wie zurückführen, um ihn wieder neu zu bedenken. Was bedeutet uns diese Ruhe, die er vermitteln soll? Ja, das finde ich einen interessanten Gedanken. Also der Minimalismus ist ja am ersten der kommerzialisiert wurde auch. Ich selbst habe einmal beim Industrieunternehmen Siemens gearbeitet und die hatten oder haben immer noch so ein petrolfarbiges Logo, das, also dieser Schriftzug, den jeder kennt, auf der früher von Waschmaschinen und was weiß ich, so weiter. Und wenn ich dann gereist bin und in irgendeine Dependance, in irgendeine Filiale gekommen bin, egal in Peking oder in Buenos Aires oder wo auch immer es war, wenn ich dann, sobald ich in dem Raum drinnen war, in diesem Büro, hat es immer gleich ausgesehen. Es waren die gleichen Teppiche, die gleichen Wände und es war immer alles weiß, hygienisch. Und es war quasi auch natürlich vom Mobiliar minimalistisch. Also da hatte sozusagen ein globalisiertes Unternehmen sozusagen letzten Endes ein Vokabular der Kunst übernommen, um Standardisierung zu ermöglichen, aber gleichzeitig eben nicht kulturelle Bedingungen der jeweiligen Verortung zu absorbieren zu müssen. Also Minimalismus ist auch eine Art von Abschottung zu dem, was eigentlich nahe liegt und was da ist oder was traditionell überliefert ist oder was vielfältig ist. Es ist ja auch sozusagen eine Schutzfolie, womit wir beim nächsten Thema sind, nämlich diese Kartons sind von Plastik, von einer Plastikfolie einfach überzogen. Nicht wirklich eingeschweißt, sondern da geht es um was anderes. Genau, ja, also noch um auf den Minimalismus zurückzukommen. Ich finde eben auch, so wie du das sagst, diese Lebensumgebung, die er schafft, die wir dann bei, jetzt vor allem bei Mac auch wieder vorfinden, eine Gestaltung eines Raums, in dem wir jetzt auch über die Gestaltung online dann eindringen, also die grafische Gestaltung von Marken und Brands wird ja auch viel mehr unsere Lebensumgebung, wenn wir sie immer als Bild anschauen, weil es ja auch einen Raum darstellt, den wir dann in uns wiederfinden. Und somit finde ich eben, es ist nicht mehr von außen zu denken, sondern vielmehr, wie er in uns wirkt und eingedrungen ist und dann wiederzufinden. Und wir sollten auch Mittel finden, ihn dann ablehnen zu können, dass er auch beunruhigend sein kann. Eben wie du beschreibst, wenn du nicht mehr weißt, wo du bist in der Welt, dann stimmt ja etwas auf eine Art auch nicht mehr mit dem, ja, mit unserem Biosystem dann. Also wir sollten dieses Gefühl ja weiterentwickeln, um uns besser in der Welt jetzt auch wieder zurechtzufinden. Und das Plastik, die Plastik heute, die ja auch da übrigens die Schlange abstreift, sie wird dann immer wieder auch ihre Haut
abstreifen, wenn sie stark benutzt wurde. Sieht es da hinten zum Beispiel. Und diese aus Kunststoff gewonnenen schimmernden Folien, die auch über die Amazon-Kisten, über das Objekt, den Körper gezogen wurden oder gelegt, die sind drapiert sozusagen und bedecken ja auch die Fenster im Erdgeschoss und spiegeln oder reflektieren das LED-Licht. Und ich finde es interessant, sie als Element der Schönheit auch zu inszenieren, weil sie ja gleichzeitig auch hochproblematisch sind, als Produkte aus Erdöl gewonnen, die wir inzwischen glücklicherweise auch bewusster wahrnehmen. Also Plastiktaschen werden verboten und man ist sich des Problems des Mikroplastiks mehr bewusst. Seit ein paar Jahren werden da Lösungen gefunden. Aber ich finde es ja interessant, dass wir es als etwas anschauen, das trotzdem Teil unserer Natur geworden ist. Also es ist gut herauszufinden, was die Problematik ist, aber es ist jetzt auch in uns schon. Wir sind voller Mikroplastik und deshalb müssen wir uns damit, ich will nicht sagen abfinden, aber wir müssen uns das bewusst sein, es ist nicht mehr ein Außen. Also dieses authentische, echte, vorgeblich echte gibt's nicht, oder die Natur in uns Menschen, oder es ist alles in irgendeiner Form halt schon im Austausch und in Beziehung mit dieser Umwelt, auch wenn die Umwelt uns vielleicht nicht so schmeckt. Ja, oder wir müssen ein neues Innen wieder suchen. Also ich will auch nicht sagen, dass es das gar nicht gibt, aber das Plastik ist nicht mehr außen, das ist jetzt in uns. Also es ist so wie, man muss dann wieder weiter suchen. Und ich glaube, diesen Austausch, diese Gegensätze verändern sich einfach in der Menschengeschichte laufen und sehr schnell im Moment. Und diese Entwicklungen interessieren mich. Ein ähnlicher Gedanke ist, glaube ich, du untersuchst auch sehr stark die Bildschirmwahrnehmung, unser Umgang nicht nur mit den Logos auf dem Bildschirm, sondern selbst auch mit dem Licht, oder? Vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen, inwieweit das Licht des Bildschirms uns beeindruckt, beeinflusst. Ja, genau. Der Bildschirm ist ja, hauptsächlich besteht er aus bläulich gefärbtem LED-Licht. Und das hat anscheinend diese Wirkung auf uns, als ob wir in den morgendlichen Himmel sehen oder vom morgendlichen Himmelslicht geprägt sind, nämlich wach werden. Und heute ist das zum Teil eben auch schon in die Screens eingebaut, dass es ist wichtig für den Menschen, dass er oder für die Lebewesen, dass das Licht dann röter wird gegen Abend, damit wir die Hormone produzieren, um müde zu werden und uns zu entspannen. Und wenn unsere Augen zu stark eben von künstlichem blauen Licht gereizt werden, dann sind wir wacher und schütten dann gewisse Hormone nicht mehr aus, die auch wichtig für uns sind. Also wenn das zu lange geschieht, dann ist das dann auch ungesund, wenn der zirkadische Rhythmus deshalb so außer Gefecht gesetzt wird. Und diese blauen Screens, die zeigen eben 100% RGB-Blau. Im ersten und zweiten Geschoss, muss man dazu sagen. Also nicht hier jetzt, sondern darunter, ja. Genau. Und die zeigen das sozusagen tiefste, hellste Blau, das wir im Moment machen können. Und sind überzogen von einer Haut aus einem Stoff, der das Licht so fest streut, dass wir eine beinahe unendlich scheinende Tiefe darin sehen können, keinen Horizont, kein Ende. Und ich habe mich damit beschäftigt, wieso ist eigentlich Blau die Lieblingsfarbe der meisten Menschen weltweit, und habe eine Antwort darin gefunden, dass anscheinend unser Auge viel länger von der Zeit der anfänglichen Entwicklung des Auges geprägt wurde, nämlich als wir noch haifischähnliche Wesen unter Wasser waren, hat sich diese Öffnung entwickelt, und dort konnten ja nur blaue Wellenlängen und zum Teil grüne eindringen. Und
weil diese Zeit der evolutionären Entwicklung viel länger gedauert hat, als die, die dann an Land weiter gelaufen ist, ist unser Auge anscheinend nach wie vor viel mehr geprägt, blau zu sehen. Wir können blau einfacher sehen, wir sehen blau lieber. Und diese Aufwärtsbewegung hat mich auch interessiert, so als Bild, wie sie dann vielleicht auch in Religionen dann stattgefunden hat, diese Idee der Leichtwerdung, des Abstrakten, des Losgelösten, das ja auch in der Kunstgeschichte dann so eine wichtige Tradition gefunden hat. Und mich interessiert zu überlegen, ja, wieso empfinden wir das schön und das einerseits biologisch auch anzunehmen, aber andererseits vor allem auch kulturell zu befragen. Und dann, ich sehe mich ja nicht als Forscherin oder ich mache nicht unbedingt Untersuchungen, sondern ich versuche so diese Sinnkomplexe zusammenzubringen und irgendwie so zu installieren, dass sie etwas wiederum freisetzen, worüber wir nachdenken können. Ja, das Blau ist tatsächlich auch natürlich so sehr oft mit Immaterialisierung verbunden. Ich glaube, das hast du auch anzudeuten. Und mit Immaterialisierung letzten Endes auch mit Transzendenzversprechen. Also es scheint so, als wäre das Blau eher sozusagen der Highway to Heaven. Also sozusagen, als würden wir leichter akzeptieren. Es hat natürlich auch mit der Weite und der Ferne zu tun, weil Blau ist eben sozusagen der Blick auf das Meer, aber natürlich vor allem die Anwesenheit des Himmels. Und diesmal Glasflasche und nicht Plastik. Und hat natürlich auch am stärksten auratische Qualitäten, würde man vielleicht ihm zusprechen auch. Und in der Kunstgeschichte ist es ja so, dass das Blau dann kommt, also zu Ende des 15. Jahrhunderts habe ich selber noch in der Schule gelernt, ich weiß gar nicht, ob der Begriff überhaupt richtig ist, nämlich den sogenannten Verblauungseffekt, dass man sozusagen in die Ferne blickt und eine Landschaft malt, also Joachim Bartinier, also rund um 1500 war der große Meister, von Bräuchel beeinflusst, sozusagen die sogenannte Weltlandschaft. Im Vordergrund sind so irgendwelche Küstenstreifen, Buchten, Meeresbusen und Landschaften und im Hintergrund wird dann quasi wie aus einer Vogelschau die Welt immer bläulicher und dunstiger und verliert sich und dadurch sozusagen erstreckt sich das. Und das ist aber sozusagen kulturhistorisch wiederum bedeutsam, weil das ist genau der Moment, wo letzten Endes der Goldhintergrund weggewischt wurde, der vorher quasi für die Anwesenheit des Transzendenten oder Kostbaren, Bedeutungsvollen im Bild selbst steht und wo man quasi von dieser Materialität des Transzendenten, also quasi der Anwesenheit von etwas Wertvollem, Glänzenden, vielleicht sogar Diaphanen, übergeht in die Vorstellung sozusagen, dass Gottes Schöpfung in der Dehnung dieser Welt, in ihrer Vielfalt, in ihrer Weite, in ihrer Unendlichkeit liegt. Also kulturhistorisch ist das auch mit dem Blau, das Blau übernimmt quasi die Funktion von Gold. Es gibt eine andere Farbe, die für die wichtig ist, das ist nämlich etwas, was kulturhistorisch eher schlecht beleumundet ist, nämlich das Pink. Genau, das Pink interessiert mich im Sinne von der Basis von Hautfarbe schon länger, also angemischt mit verschiedenen anderen äußeren Pigmentierungen, die auf der Haut über Melatonin dann, die Haut in die verschiedensten Hautfarben dann färben können. Darunter liegt ja dieses Gewebe, das innere Gewebe. Und gleichzeitig hat mich interessiert, kulturell ist das ja ein Begriff, der sehr verharmlost ist, also dann für Mädchen oder das Weibliche steht und aber auch einen kräftigen Effekt hat über in der Werbung, also das Gegenüber von Grün darstellt, komplementär. Und
sehr eindringlich ist. Und anscheinend ist es so, dass Pink grundsätzlich eine Herausforderung ist und uns stärker anregt, neurologisch, weil wir es nicht im Spektrum haben und uns die Farbe viel mehr vorstellen müssen. Also wir sehen sie dann auch immer wieder ein bisschen eher anders, also es ist natürlich schwierig messbar, aber Pink ist eigentlich eine gedankliche Anstrengung, auch schon nur das zu sehen. Und dieser physische Aspekt des Sehens, das interessiert mich sehr, dass das Auge als Teil des Körpers wahrgenommen wird, dass Sehen etwas Physisches ist, dass man das spürbar machen kann. Und dann habe ich eben angefangen mit so wie der inneren Haut zu denken, zu beginnen, sie aber nicht als etwas, ja, sagen wir mal, Fleischliches zu sehr darzustellen, sondern eher eben über ihre farbliche Erscheinung mit dem Körper eine Malerei zu verbinden, sie also schön auch darzustellen und gelöst und als Bezug über die Stock-Images von Amazon, die eben im Erdgeschoss zusammen mit dem Körper aus den Amazon-Boxen gezeigt werden. Das sind Pigmentdrucke von verschiedensten Stock-Image-Brands, die dann auch die Wasserzeichen noch zeigen, die man je nach Lichteinfall auch besser oder schlechter sieht, da ja im ganzen Gebäude nur Tageslicht als zusätzliches Licht zum LED zu sehen ist. Also wenn man spät am Abend kommt, dann entwickelt sich dann eine sehr so eindringliche Lichtsituation, wo man vielleicht nicht mehr sehr viel vom Hintergrund dann wahrnimmt, außer den Silhouetten des Waldes aus Bäumen. Und den Baum finde ich eben auch ein wahnsinnig interessantes Also so Symbol. Einfache Archetypen, der Baum, das Meer. Die Schlange. Ja, dass so die so alte Bilder wieder anzuschauen und zu überlegen, wo sind sie in uns eingeschrieben, biologisch, weil anscheinend Bäume sehen ist ja sehr gesund. Also wenn wir im Spital zur Genesung liegen und da einen Baum aus dem Fenster sehen, dann genesen wir anscheinend schneller, als wenn wir das nicht tun, keinen Baum sehen. Und gleichzeitig, wenn wir schon nur ein Bild eines Baumes sehen, dann lernen wir anscheinend schneller für Prüfungen. Also das finde ich interessant, weil das heißt, das Bild stellt uns für uns ja auch schon eine Natur dar. Und in den Gemälden, ich glaube, man kann sie so bezeichnen unten, obwohl ihre Basis, ihr Grund, der Bildträger ist eine Fotografie vom Urwald, diese Stockfotos. Es ist ein dichtes Laubwerk und es ist sehr fast impressionistisch, könnte man sagen. Also ein wunderbares, flackerndes, verschiedenste Grün. Aber ich habe gelernt, durch dich das jetzt anders zu sehen, nämlich nicht das Landschaftsbild, und nicht als Naturbeschreibung, sondern eben als Ansammlung von Facetten von Chlorophyll, die mir da... Und darüber setzt du eben, genauso wie hier in diesen Gemälden auf Spiegelglas, Schlieren von Acryl. Aber das musst du vielleicht... Die sind unten stark, hier weniger stark, auch Pigment und Pink haltig. Ja, genau. Medium, das ist ein Acryl, also auch ein Kunststoff, der dann gemischt wird. Also ich mische den mit einem Pigment und unten sind da verschiedenste Schichten immer wieder aufgetragen, sodass der Hintergrund schon fast so wie genauso eine, also der Vordergrund dann eine fast genauso Verdichtung wie der Hintergrund, jetzt mal nur von den zwei Levels her angeschaut wird. Und hier ist es vielmehr einfach eine Schicht oder ganz wenige Schichten, die dann das Pink nur ganz leise anlassen, weil wir ja auch dann wiederum das Bild sehen, das tatsächlich stattfindet, also die Spiegelung viel, viel stärker, den Raum an und für sich und die Menschen im Raum, diese Roboterschlange im Raum. Und
das sind auch nur wenige Bewegungen, die dann mehr so darum gingen, wie stark fließt es. Das war dann die Herausforderung, dass es dann auch noch so wirkt, als ob es noch am Fließen wäre. Das ist hier so ein poetischer, elegischer, zurückhaltender und unten aber stärker. Also sozusagen unten hat es dann das Gestische, das Expressiven und für dich auch bedeutsam sozusagen diese Referenz an dieses virile Malen, also wie Männer das tun, kraftvoll oder vorgeblich Männer das tun, kraftvoll, aggressiv, so hinrotzen, hinkotzen, so. Also dass Malerei dann gut ist, wenn sie sozusagen aus dem Körper kommt. Ja, genau. Ich habe mich ja auch mit Yves Klein länger befasst, also nicht nur im Sinne des Blaus, sondern wie er sich als Künstler verstanden hat in Bezug jetzt auf die allgemeine Tradition des Expressiven, ist das ja ganz stark männlich geprägt. Ja, Yves Klein, das muss man dazu sagen, hat ja gern mit Frauen gemalt, mit nackten Frauen gemalt, als Pinsel. Als sogenannte Female Brushes. Genau. Und das ist jetzt etwa 10 Jahre her und war für mich schon so ein interessanter Startpunkt, um zu denken, wer bin ich als Künstler, um auch herauszufinden, dass das wirklich gar nicht so wichtig ist. Also dass, ja, dass eher das Menschliche oder vor allem nicht das Geschlecht wichtig ist und dass diese Loslösung glücklicherweise auch viel mehr stattfindet. Aber trotzdem zu fragen, was wir in der Kunst an Lebenskraft finden wollen oder so. Und ich habe mich dann auch sozusagen direkt konzeptionell dem gestellt, um mit dem Placebo-Effekt von Viagra zu arbeiten, indem ich das eingenommen habe und damit so eben sogenannte virile Malereien zu produzieren. Also diese Ausdruckskraft als etwas eben wie Losgelöstes auch befragen zu können, ohne denn das subjektive Pathos. Und hast du auf eine andere Farbskala dann zugegriffen oder war es dieselbe? Dieselbe wie wer? Na, wie jetzt, also so ein Pink-Grün, hier haben wir Pink-Grün-Blau. Ja, also ich habe dann auf Hautfarben alle Oberflächenfarben, die im menschlichen Körper zu finden wären, also jede Farbe, die vorzufinden wäre, da findet man sehr viele verschiedene Farben. Und hier geht es mehr so um das Innere dann, also eben diese pinkige Erscheinung eines Tissues. Über ein Geschoss müssen wir noch reden, nämlich das Geschoss, in dem diese großen Lanzettfenster oder Bilder mit dem Blau kommen, aber da ist auch noch Dunstigkeit da und, was ganz wichtig ist, ein Geruch. Genau, der Geruch wurde mit Cicel Tolas, einer Künstlerin, Forscherin aus Berlin, zusammen entwickelt und es ist der Geruch eines brennenden Gebäudes. Wir riechen dann einerseits die Vorstellung eines archaischen Gebäudes, das brennen könnte, aus Holz, aber auch Stein und jetzt aber auch Metall und Kunststoff, formuliert in eine Version, die aber auch sehr anziehend ist und vor allem das auch vermittelt, was das Feuer für den Menschen bedeutet, so dass wir eigentlich hier im Haus das erleben, was wir tatsächlich nicht darstellen können, nämlich das Feuer an und für sich. Das ist dann synthetisch vermittelt und wird begleitet auch von der visuellen Erscheinung, von einem Dunst. Und ja, ich wollte so da auch gerade so mit dem inneren und äußeren Bild, das aber nicht über die visuelle Wahrnehmung vermittelt wird, arbeiten. Und dann ist da eine Lache am Boden in diesem Raum, die auch das Ganze enigmatisch macht. Sie glänzt und sie wirkt sämig, wie vieles bei dir ist immer viskos und es könnte Wasser sein, aber es spiegelt sich so, dass es vielleicht Glycerin ist.
Genau, wir wissen nicht, aus was diese Lache besteht. Sie hat auf jeden Fall Oberflächenspannung. Es könnte sein, dass der Geruch daher rührt. Vielleicht ist sie gefährlich. Vielleicht ist es nur Wasser. Aber ist es nur Wasser? Zuerst denkt man, dieses Haus würde schlecht brennen, weil es nur aus Glas und Beton besteht. Aber Max, unser Cheftechniker, hat dir erzählt, es würde ganz gut brennen. Ja, nein, ich glaube, also das Wichtige ist, habe ich verstanden, dass wenn es brennt, dann würde sehr schnell die Statik gefährdet werden. Das hat damit zu tun, weil wir wirklich große Spannweiten da drinnen haben, extreme. Sie müssen ja denken, dass das ganze Haus sich selber hält und diese Flächen sehr, sehr groß sind. Und daher sind da starke Träger drin. Und wenn die beginnen zu biegen, dann, ja, Gott schütze uns vor diesem Moment. Genau, und es hat mich so, so interessiert, so in dieses Gebäude so eindringen zu können, in der Zusammenarbeit jetzt mit dem Haus, dem Team, so viel zu erfahren. Und es wurde dann auch immer so, wie wichtiger, was ist das Haus auch als Bild in uns. Und ja, diese Vorstellung eines brennenden Gebäudes hat ja auch, also macht uns ja auch klar, was wir verlieren könnten. Und die in Anlehnung an gotische Fenster sind ja sozusagen eigentlich kommerzielle Varianten von gotischen Fenstern. Die spielen schon, du hattest erprobt mehrere Formen und wir hatten sie auch in Testphasen hier. Du hast dich dann am Ende für eine bestimmte Lanzettform entschieden. Aber das war schon auch ein bisschen inspiriert vom Brand der Notre Dame, hast du erzählt, ne? Ja, so, es war so ein Aspekt davon, wobei bei diesen Fenstern mir auch sehr wichtig war, dass es eine Fantasieform ist und nicht einem gotischen Fenster entspricht. Es ist die genaue Abformung des Fensters aus dem Schloss von Frozen, dem Film, der auch viele Mädchen und gewisse Jungen auch begeistert, über Olaf, den Schneemann. Aber jedenfalls ist es ein Schloss, das Disney entwickelt hat, das gar nicht real existiert. Und es soll halt das Fenster vor allem als Bild wiederum vermitteln und damit sich auch auf diesen Hintergrund der Auseinandersetzung mit Memes beziehen. Da kommen wir vielleicht zum Schluss, dass die Ausstellung heißt House of Meme. Vielleicht kannst du erzählen, wie es dazu gekommen ist. Ein bisschen hat es zu tun mit diesen Stock-Images. Also Memes sind Kombinationen von Bild und Text, wie sie jetzt umfangreich in den Social Media und sonst wo distribuiert werden. Sehr oft als Bildwitz, als Bildkommentar, sarkastisch, nicht selten, aber durchaus auch manchmal erhellend. Das ist fast, würde ich sagen, sozusagen eine Mischung aus einem Zeitungsschlagzeile und einem barocken Emblem. Ja, mich interessiert sehr, dass sich das im Moment gewaltig entwickelt und zuspitzt. Also Memes gab es ja seit Anbeginn der Menschen. Es ist ein neuer Begriff, der ist so, ich glaube, 20 Jahre alt, von Richard Dawkins geprägt und hilft sehr, also sehr stark zu begreifen, was jetzt, wo jeder von uns eine Kamera hat, wo jeder von, also die meisten zu posten angefangen haben und aber jetzt auch verstehen, wie mit einfachen Programmen, wie man das mit Text verknüpfen kann und vor allem in der Pandemie, also es hat ja auch da sehr stark damit zu tun, ich bin dann auch neu auf Instagram, also dort eingetreten und habe wie miterlebt, wie stark jetzt durch die viel mehr stattfindende Präsenz am Screen diese Vermittlung von Gefühl stattfindet. Und eben, ich finde auch, dass es hat so viele tolle, intelligente, lustige Sachen, aber es gibt dann auch sehr viel Dunkles und Problematisches, wenn nicht wirklich
einschneidend Gewaltiges über auch die Benutzung von Memes als Kriegsstrategie, als Anheizung von Gefühl, das jetzt in der Pandemie auch benutzt werden kann. Aber es ist vor allem, finde ich, wie eine Entwicklung der menschlichen Sprache, die uns sehr stark prägt und prägen wird, dieses Leben mit Bildern, das viel näher kommt. Ja, also vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass du diese wunderbare Ausstellung da eingerichtet hast. Ich glaube, dass der Zuspruch des Publikums, wir haben sie jetzt seit 2,5 Tagen offen und zugänglich und es ist großartig. Wir haben auch schon sehr, sehr gute Rezensionen bekommen. Und ich noch einmal danke an Sie, dass Sie hier gewesen sind und mitgehört haben und mitgedacht haben und auch mitempfunden haben. Ich freue mich, dass wir zumindest in solchen Formaten unser Vermittlungsprogramm wieder aufnehmen dürfen, also mit dem Reglement. Das ist eine großartige Chance. Das Kunsthaus selber ist auch ohne Test mit FFP2-Maske jederzeit zu betreten. Also die Ausstellung wird, das weiß ich jetzt gar nicht auswendig, bis Ende Juni laufen. Stimmt's? Ja. Also es gibt noch genug Zeit, Werbung zu machen für Sie und andere Besucherinnen und Besucher anzuwerben. Herzlichen Dank an Sie für Ihr Dasein und Mithören und vielen, vielen Dank nochmal dir für die tollen Auskünfte und Gedanken und Inspirationen. Vielen Dank, Thomas, für die Einladung.